Hallo und herzlich willkommen zurück zu TDT hier auf Office Building. Mit dabei ist der Major Snay. Guten Tag. Die Nawoka. Hallo. Der Reaper. Hallo. Der Mr. Man war. Hallöchen. Der und der Cyberbot. Hallo. Gibt ja sonst keinen mehr. Leider. Es gibt sonst keinen Cyberbot mehr. Keine Zeit oder nee, außer, wieso ich muss einen Kaffee. Tut mir leid. Ja, danke. Warten Sie. Ich möchte gerne einen Kaffee. Wieso kann ich. Ah, hier. Endlich hier wieder. Dankeschön, Herr Major. Dankeschön. Was ist der Spezialzutat? Der schmeckt ziemlich gut, Herr Major. Kaffeebohnen? Kaffeebohnen, yeah. Warte mit. Kaffeebohnen, die geerntet worden sind mit Blut kleiner Kinder. Aua! Ah, ja, okay. Also es ist nichts passiert, darum aber... Darum der herbe Geschmack, ah, okay. Mit einer extra Portion Curry. Ah, ja, Indisch. Oh, jetzt eine Currywurst. Die extra Maika Currywurst. Und eine Portion Rindersperma. Nee, da hab ich jetzt gerade... Ander Booker! Darum creme ich, okay, erklärt dazu alles, okay. What the fuck? Darum ist er so cremig. Das erklärt das jetzt. Darum ist er so cremig. Yeah! Cremig! Cremig! Ja, Herr Major, ich wollte mal einen anderen Weg gehen, außer die Gelenkten, wo man mal durchgehen kann. Ich wollte die... Ja. Sie können jetzt einfach nicht. Gerade... Es ist dunkel. Oh, Licht ist Sie aus, können einfach durchgehen. Ich habe Ihnen die Tür geöffnet, Es ist dunkel. Gruselig im Dunkeln. Stromausfall, die Gamer, schnell, rettet eure PCs! Was ist es? What the fuck? Axel, du sollst nicht vor mir Leute erschießen, das ist nicht so ganz ich klug. Ich hab dich nicht gesehen. Ich bin Proven, Leute. Ich hab sie gekillt. Bloody Kneif. Bloody Kneif. Ich bin Proven. Mhm. Ich hab Axel gerade gekillt. Wo ist seine Leiche? Da vorne beim Error. Bei meinem Error jedenfalls. Da liegt noch eine Leiche, das ist der Kleine. Ja, das ist Nate, den hat er Ja, lass ihn nicht. Ja, Entschuldigung, ich hab... ist ja auch nicht wichtig. Tut mir leid, Major. Wie gemein, weißt du? Geh lieber weg, ich hau den Nimzi rein. Okay. Oh, Licht ist wieder an. Yay! Licht! Hat Taschenlampe auf. Und? Verstehst du? Das Feuer ist überall, nur nicht auf! Ja, nein! Hat ja lang gedauert. Reaper, ich hab dich übrigens mit der Trader-Falle vom Trader-Raum ausgetötet. Na, aus irgendeinem. Ah, das war's. Wegen dem Bug hat die mir aber auch 50 Damage gemacht. Ja, drin. Normal sollte ich da drin nicht sein dagegen. Aber ziemlich unklug. Ballerst einen überhaupt, guckst dich hinter dich. Ja, wie soll ich euch hinter mich gucken, wenn's dunkel ist? Da hätte ich doch eh nichts gesehen. Tür offen. Alle können ihn sehen. Mit der Taschenlampe siehst du ihn sofort auf 1000 Meter. Der ballert einfach Snaber auf. Naja, da ich aber hinter wirklich her- drei Headshots überlebt, bevor er durch den vierten gestorben. Ja, ich bin aber extra hinter Snaber hergelaufen, weil ich ja nicht denselben Gang gegangen bin wie er. Ne? Und das sieh ich nicht. Fängt zu schießen, dann denk ich mir so. Irgendwo habe ich die ganze Zeit gedacht, dass Nabo mein Target ist. Keine Ahnung, liegt noch eine Diegel. Ich hab eine. Ich auch. Hier findest du überall Diegels, das ist doch kein Problem. Das ist Office-Building, hier gibt's viele Diegels. Wobei nicht viel zu viele ist übertrieben, zu viele kann es nie geben. Aber viele. Ich hab anderes aus ASDR4. Ah ja. Komm, das ist auch ein Klassiker. Klassiker, ja, das ist ein Klassiker. Klassiker. Oh, schnell hier durch, bevor die Trailer abgeht. Da kam einer aus dunklem Raum. Nabo, was machst du in dem dunklen Raum? Ich wurde eingesperrt. Ich läuft an mir vorbei. Mhm. Was? Die Tür ist aber offen. Oh, die Naboka kennt da drin hier so rum. Ey. Hey, da ist ein Kabelschacht über uns. Kabelschacht. Kabel Deutschland. Ah, heißt Cyber. Das war Haarscharf-Cyber. Hast du Fahrschulmusik? Ja, aber natürlich. Die geht jetzt knapp eine Stunde. Dann lass sie laufen. Ja, dann lass sie laufen. Warum habe ich eine Tür zurücklassen? Hallo? Welcher Trader hat eigentlich das hier gemacht? Gut, dass du nicht den falschen Knopf gedrückt hast, wie sonst immer. Das geht ja eh nicht. Ich gehe hier raus. Tschüss. Huch, das war mutig. Just for fun, einfach rausgerannt. Hallo? Will noch jemand mit mir rückfahren? Ja, das ist hier der Traitor-Fahrstuhl. Warte, Oh, ich bin vorbeigelaufen. Wenn ich dunkel ist, wann war?
Ja, da sind schon ganz viele Leute gestorben bei. Ja. Mit wann war? Im Aufzug. Im Aufzug kannst du keinen richtig umbringen, weil da fährst du ja und. Ihr habt ja schon 10 Mal versucht, Headshot zu geben, es bringt nichts. Hallo, da ist der Echse wieder. Ist der Reaper gestorben? Nee, ich bin wieder rausgegangen. Da läuft bei mir rum. Mittelstock. Ah, hi. Na, wo? Leo. Ist das ein Smoke? Geh nicht da rein. Oh, Mann. So, meine Damen und Herren, der zweite Fahrstuhl ist beendet. Nicht dadurch, dass das Feld da vorne war, nur weg da. Oh Gott, wo? Achso, die Gläserdinger, ja. Das ist ja ein Loch. Ja, da bin ich schon drin verdreckt, deswegen. Ja, das stimmt. Das war nicht. Ey, guck mal, Scheibe zerschlagen. Okay. Wie wird das jetzt richtig getan? Leben eigentlich alle noch? Ja. Jo. Ich glaube. Ich hab noch keinen umgebracht. Ja, das ist nach Wobka. Ach, du hast doch keinen Umfang, aber dein Kollege schon, Reaper, lebst du doch? Ja. Ja, Reaper lief gerade noch bei mir rum. Also nee, lebst du Achtung, noch. Da ist eine Falle, ne? Ja. Oh. Wo ist denn Falle? Ist denn Banwar hin? Ich bin oben. Ich bin ja, von dir weggelaufen. Ich weiß, aber du hattest irgendwas Blaues Blinkendes am Hinterkopf. Okay. Hattest du ein Chip? Blau und blinkend. Was für ein Ding? Das beunruhigt mich. Boah, ein Reaper. Jetzt sind alle auf einmal so schnell. Blau, macht. Mindestens Luftkraft. Einer ist, glaube ich, hier in Shader rumgelaufen. Wer ist das? Ach, das ist Echse. Hi. Ich glaube, einer ist hier in Shader rum, weil hier der Schacht wird aufgeschlagen. Die haben die Tür aufgemacht. Warum haben die ja. Geh weg von der Falle übrigens. Ich hätte nicht an den Schlauch töten können damit. Danke, dafür, dass du das von falsch haben. Oh, safe geht. So. Wann war es? Wann war es? Nein. Oder was? Nein. Ich hab ihn gekillt. Exo ist leider draufgegangen. Confirmst du, wann war dann bitte auch? Ja, bitte hab ich. Okay. Und ich hab ne Harpune und einen Bloody Knife. Woo! Okay. Harpune! Auf die Date. Harpune, Baby! Auf die Date. Wir proven, wir können nicht alle durch. Wir proven, wir können nicht alle mal. So, ich tu mal wieder bitte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, er ist tot. Wie das aussieht. Er ist tot. Ja, okay, er ist tot. Okay, tot. Er ist tot. Er ist also ich tot. Ich geh mal den Traitor anzünden. Übrigens, dann. Wo ist denn der Traitor? Da hinten liegt er. Ich will da nicht hingehen, Major. Der ist der Insti. Nicht hingehen! Ah. Und er ist durch die Insti verreckt. Oder, nein, warte, der Snare, der Drink, der Snare. Der ist hier im Raum. Ja, ich bin gerade gegen ihn gerannt. Ja, ich auch. Das bist du gar nicht. Der ist eigentlich hochgelaufen. Du bist gegen dich gegen gerannt. Er ist hochgelaufen. Wo seid ihr denn so? Wir sind im Keller und Snay ist oben. Ich bin gar nicht oben. Du bist oben. Du bist unten. Ist das Dix aus unten? Oben für euch? Ah! Oh! Oder so? Nee! Aber das war gerade echt genial, Banba. Jetzt ist es immer die Falle. Ja, aber die Traitor-Falle, während ich spring genau über die Traitor-Falle, weil ich dann weiß, dass da eine Traitor-Falle ist. Ich hab den Sprung gerade so, du guckst genau dahin, da wo ich schon der muss die aktiviert haben. Dreh mich um und die ist wirklich aktiviert. Aber danke, Mann, für die Harpune. Ja, da wolltest du mich in eine Fallgrube schicken, Banba, und ich bin über diese Fallgrube drüber gesprungen. Ja, ich dachte halt wirklich, das ist halt nicht ganz leicht, darüber zu kommen und... Wieso, vom Geländer bin ich drüber gesprungen? Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass du das schaffst. Also, hatte ich gehofft. Sonst steht Snay in der Tür fest. Ich hätte gerade erschossen, wenn ich ihn als Target gehabt hätte, aber ich bin nicht. Ich hätte dich erschossen, wenn du das Target wärst. Ach, wo? Ich bin da durchgekommen, ja. So, Snay, du bist da jetzt weg. Du bist gezwungen wegzugehen, weil es welche dann die brennt. Exe, weißt du noch, das erste Break auf dem Server, wo wir diese Taktik immer hatten? Wow. Ich sag doch nicht, dass Snay brennt gleich. Exe, weißt du noch, das erste Mal auf dem Server, immer mit der Kiste. Warte, das ist Deadringer, der ist 100 pro Bett. Deadringer, das ist 100 pro 0. Der ist sogar verbrannt. Ernsthaft, Mann, war. Ich sag hinter Snay brennt und du gehst dahin. So, wow. Der Nebel ist scheiße. Es ist nebelig. Also sorry, Wanwa, wenn du da jetzt drin verbrannt bist, ist es deine eigene Schuld. Willst du damit sagen, dass er doof ich ist? Ich wollte, dass Snay die Tür frei macht. Damit weil Snay uns nicht durchgelassen hat. Snay hat den Weg blockiert. Ich muss handeln. Dafür tötet man doch nicht. Ich hab doch nicht getötet. Wanwa ist da selbst reingelaufen, von eigenem freien Willen her. Er hätte da nicht hingehen müssen. Freien Willen? Er wurde vom Gieß gezwungen, gehen wir es doch zu. Er hatte seine... Entscheidung getroffen. Alter, ganz ehrlich, Leute, wie geil wäre es eigentlich, das Gieß in TTT zu haben? Hey, Exe. Bitte das wen? Das Gieß in TTT. Wäre nice. Das wäre nice.
LOL, okay, jemand hat die Falle aktiviert. Danke. Jaderfalle hat es dunkel gemacht. Wer war das? Warum kann der nicht hoch? Ich denke, Reaper ist es. Ja, der schockt, glaube ich, auch gerade so ein bisschen hart. Ist nur ein Verdacht, mehr nicht. Ich bin doch hier. Verdammt. Reaper hat ja gerade einen Deadringer. Ja, einen Deadringer aktiviert. Was? Wobei, das kannst du halt vom kompletten Obergeschoss aus, kannst du die Falle aktivieren, ist das Problem. Du kannst halt auch hinten von den Treppen aus, kannst du es auch aktivieren. Ist der Keller eigentlich normalerweise immer geflutet? Was? Nein. Es wird nichts geflutet, du kannst hier nichts fluten. Das ist eine T-Falle. Bekommst du unter Wasser, kannst du das Wasser unter Strom stellen. Nein, du kannst das Wasser unter Strom stellen. Du kannst auch fluten. Ich kenne die Map hier besser als du, Say. Ich habe die so oft gespielt. Ich hab die vorhin schon geflutet. Dreh darum, kannst du sie fluten? Du kannst nur einzeln rauffluten, aber du kannst nicht dort was Wasser ist. Du kannst jetzt mal schwimmen, okay? Aber mal schwimmen. Achso, ja. Du kannst den einzelnen Raum kannst du fluten, Snake, aber du kannst nicht diesen einen Raum, wo das Wasser drin ist, fluten. Das Wasser kannst du unter Strom stellen. Wann darf ich Wasser schwimmen? Okay. Ich hoffe, wann das Lächeln kann gut schwimmen. In Trader-Tester hier sollten wir übrigens wirklich nicht verwenden, weil du kannst halt das Wasser halt unter Strom stellen. So tief ist es nicht, wann du schaffst das. Also es ist unten Trader-Tester, aber den soll ich nicht verwenden. Die Tür geht auf und das erste, was ich sehe, ist Snake mit einem Stuhl an mir vorbeilaufen. Snake, lebst du noch? Ja. Ist Reaper Trader? Hört er sich so an, oder? Stopp nicht. Ja, nie ist klar. Hallo? Ach komm! Ach, Nau war auch! Och, Mann! Ich hatte keinen Beweis, dass du Trader bist, den konnte ich nicht schießen. Ach, ich sag Reaper und sag danach gar nichts mehr, ne? Ja, wir haben noch die Regel hier, Dings. Weiß schon. Kann sich doch auch noch erklären. Lügenbaron, er kann sich doch erklären, aber ich hab ja nicht mal eine Leiche gesehen. Jaja, da hättest du drauf achten müssen. Ja, du hast auch einfach nur Reaper gesagt, mehr hast du nicht gesagt. Das heißt ja nicht zwingend, dass du tot bist. Doch, wenn ich Reaper sage und nach nichts mehr sage, heißt es normalerweise schon, dass ich tot bin. Kollege! Es hätte auch sein können, dass du Reaper zuletzt gesehen hast, aber dich jemand von hinten weggemacht hat. Weggemacht hat sie immer so nett da... an. Nein, da bin ich immer so dumm und sag dann noch einen Namen, dass der Typ vor mir steht. Nicht sehen, dass ja, wenn du gerade sagen wolltest, Reaper steht vor mir und dann im selben Moment sich wer von hinten erschießt. Oh, keine Ahnung. Ich hab grad nur das Lieblingsplätzchen entdeckt. Oh, na, wir hatten einen Lieblingskuschelplatz gefunden. Ja. Warum wird denn hier auf mich geballert? Da sollte ich nicht runterspringen. Ich schieße aktuell nur mit einer Negev in die Luft. Ich hab dich nicht mehr gesehen, also das muss dem anderen sein, der gerade auch noch schießt. Da kam aus dem Fahrstuhl was. Ins Warte im Fahrstuhl. Was war im Fahrstuhl? Ich war gerade im Fahrstuhl, da war nichts. Aber jetzt. Aber jetzt, ja. Jetzt anscheinend schon. Jetzt schon. Och, er verbrennt ja gar nicht. Reaper. Was denn? Ganz enttäuscht, er verbrennt ja gar nicht. Oh fuck. Na, wo sind Sie da? Ach, es brennt oben auf dem Fahrstuhl oben drauf. Ich bin gerade im Fahrstuhl drin, wo bin ich, wo sind die Flammen? Und Navo war einfach so hart shoppen da drin. Ja, Vorsicht, geh da nicht zu weit. Ja, Schuhe und Taschen. Reaper hältst du es für verdächtig? Lass mich durch. Na, warte. Wo? Hä? Was hab ich? Wann war stellst du dich jetzt tot? Wann war es tot? Weil ihr habt einen Liege geschossen. Irgendwer hat das Licht ausgemacht. Okay, Reaper ist es. Oh, hi, Axel, was geht? Hey, warte mal. Wer schießt dir gerade von Radio? Ich hab gerade geschossen. Wow. Ich hab wann war erschossen? Ich glaube, Leute, mit BST! Warum ich nicht da drauf jetzt komme? Er ist mein Kollege. Ja, okay, Nabo hat nichts getan. Nabo ist auch T. Weil? Ja, wenn ich gesagt, das ist mein Kollege. Ach so. Kollege? Ah, zweimal ist es.
kann doch nicht angehen, ich war schon um die Ecke. Ich hab nur Wo gesagt, obwohl ich schon längst tot war. Ich hab nicht gecheckt, dass ich gestorben bin, falls du warst. Ich sehe nur so, Reaper steht im Chat, ich höre einen Schuss und ich dachte, Reaper hat jemanden neben mir erschossen, dann checke ich jetzt, dass ich derjenige war. Alter, also ich habe jetzt die ganze Zeit kein Glück mehr mit dem Death Note. Immer wenn ich Explosionstod eingebe, einfach so, ich habe eine 1 gewürfelt, sie brauchen eine 2 oder eine 4. Ja. Ist wohl bei Explosionstod brauchst du. Ist die Chance geringer oder was? Mhm. Ja, weil eine Explosion dann natürlich noch andere Leute mitreißen kann. Ist nützlicher, sagen wir es mal so. Ja gut, das Death Note braucht man jetzt nicht zwingend verwenden, ist besser. Ja, ich hab's noch nicht verwendet. Man muss es auch ganz Zeug mal verwenden. Ich liebe das Death Note. Ich müsste also, es demnächst mal aktivieren. Wenn jemand das, ach, du hast es doch gar nicht aktiviert. Ja, ich hab's halt nur runtergeladen, aber nicht in den Addons aktiviert. Weil jetzt, wenn jemand das Death Note stirbt, ist es ein Nabu. Das kann ich ja nicht so aussagen. Und jetzt gibst du allen Tradern einen Freifahrtschein. Wer ist Husser? Das ja heißt, jeder, der das Death Note nutzt Husser und nicht Nabo ist, wird jetzt Nabo umbringen. Obwohl, ja, nee, warte. Der wird jemand anderen umbringen, damit es klar ist, dass es, dass, damit alle denken, dass Nabo ist. Ja, aber ja, damit respektive würde man. Mann, sie wird auch geil für Prop-Hand, Leute. Ganz ehrlich, die, ja, die werden für Prop-Hand. Aber trotzdem, für TNT ist sie noch besser. Ich finde diese Poppen sich auch nicht schlecht. Die will sich auch keine Poppen. Okay. So. Hallo, Mr. Manwa. Hallo. Tschüss. Wollen Sie mir folgen? Ja. Okay. Tauchen. Ich folge Ihnen gleich, wenn ich sterbe. Entweder von Navo oder von Manwa. Also hier geht auch niemand durch, ne? Ne, ich beobachte dich, wie du hier langsam. Ja, da ist Tür am Back, ne? Ja, ich störe ja nicht in der Tür. Aber er hat den Fahrstuhl zu mir jetzt wieder verbrennt. Diesmal nicht. Warum stehen sie so? Ja, warte, ich schmeiß hier eine Brand rein. Den Raum. Ich gerade höllische Kopfschmerzen. Stark. Aua. LOL! Okay, warte. Nee. Ich stand doch in der Nähe. Das war eine Bombe. Stay ist es. Was? Wieso ist es? Bombe ist Snay. Das kann auch jemand anders sein, ja. Ja, aber es ist. Das bist du. Dann bist du es, Hexe. Also wie gesagt, ich hab dich da gerade hingegeben. Ich hab 40 Damage davon bekommen. Du bist es sowas von. Lol, hier ist jemand gestorben. Hier? Achtung, hier sind Fallen, ne? Ist ja, Nabo ist an der Bombe gestorben und Reaper zählt auf mich. Das Reaper redet nicht. Der hat Kopfschmerzen, das war richtig hart. Ich würde sagen, also Bombe ist ja schon ganz hart, Snay. Wow. Was? Ja, ich würde sagen, ne? Dass du es bist, extra. Hallo. Ich würde sagen, ganz hart, Snay hat ihn erschossen gerade. Ist Snay hart her? Oder meinst du ganz hart? Warte, wo kam Cyber her? Wo kam von Cyber her? Von denn da hinten, ja. Das ist also von. Da ist Snay, scheiße, ihr habt falsch erschossen. Wenn danke, ihr Cyber erschossen habt, tut mir leid. Doch, Hexe! Du bist danke, Hexe! Ich hab auf wow mit der Shotgun, Mann! Da muss man näher rangehen! Du bist mit dem Schuss gelaufen. Na, du hast auf mich gezielt, gib's einfach zu! Ich hab auf Snay gezielt, der stand hinten wieder und du bist voll reingelaufen. Ja, weil ich bin der Shotgun und schießen muss aus der Nähe, Mann! Ich fand das mit der Bombe so schön. Ich hatte keine Shotgun, ich hatte eine Deagle! Aber ich hatte eine Shotgun, da muss ich näher rangehen, Mann! Du standst aber mit den. Ja, die Bombe war schön. Du standst mit deinem Gesicht in beide Richtungen, du hast in beide Richtungen geguckt gerade. Jemand ist gestorben. Ja, ich hätte fast Exe dann noch dazu bekommen, dass der dadurch gestorben ist. Ah, Mann, du hattest Glück, dass ich Cyber weggemacht habe aus Versehen. Ja, das Ding war, ich hab dich ja extra zur Bombe gelockt, ne? Ach so, ja. Und gut. Irgendwann hatte ich so gedacht, ja, vielleicht hört er die Bombe. Da dachte ich mir, verdammt. Ich hab 40 Damage dadurch bekommen, aber es war klar, dass es Snay ist, dadurch, dass die Bombe hochging. Tja, und ich bin euch hinterher geschlichen und bin in die Luft gesprengt worden. Ne? War irgendwie doof. Aber der Ninja-Style ging wohl nicht so ganz gut. Nee, nicht richtig, ne? Ninja-Style war auch so klein, der Ninja-Modus. Ich glaube, Onwar ist tot. Was? Nein. Ich glaube auch. Oh, der hat gerade nur erst gesagt und hat aufgehört zu reden. Und so. Einer schießt. Ja, ich bin alles gut. Also ist alles gut, okay. Ja, ich hab alles gut. Ich wollte sagen, ich bin kurz AFK, meine Nudeln umrühren. Hallo, Reaper! Ah, ja, so, okay! Er rührt seine Nudeln um. Hallo! Das klingt ja nicht nur Dabo falsch, aber hey! Das macht er jedes Mal, jedes Session. Nudeln umrühren. Cyber ist ganz sicher
Trader. Was, warum? Ah, Shopping. Weil ich dieses Treppenhaus mit dem Wasser runtergegangen bin, dann ist gerade, er ist mir entgegengekommen und diese Tür vom Trader-Raum ist zugegangen. Okay, dann ist es der Piep, da, der Piep, da, ja, ich hab ihn verloren, ist das Problem. Der Piep, bleib mal still, bleib mal still. Der Piep zu. Ja. Also, ich glaube, Weeper Piep. Wann war es besser, wenn Weeper du auf ihn schießt? Du bist ja sicher, dass es Cyber, dass Cyber den geöffnet hat. Wir können ja nicht wissen, ob er. Ja, ich hab keinen. Also, Reaper. Es sind so 98%. Hier ist eine Trader-Falle, ne? Snay ist an dir vorbeigelaufen. Oh. Cyber. Wann war da hinten piept? Nee. Hör doch mal, da piept's da hinten. Ja, das ist eine Bombe, glaube ich. Halt ja, ach nee, war das. Ist Snay. Ach, Reaper ist es, okay. Jetzt ist Snay gestorben. Was ist jetzt los? Der Post war jetzt voll unfair. Ich habe Cyberbot und Vanva getötet. Hä? Und Snay hat eine Fake-Leiche gelegt oder was? Hä? Ja, genau, eine Fake-Leiche. Ich hab Reaper umgebracht. Snay hat eine Fake-Leiche getötet. Alter! Eagle-Headshot. Das war so klar, dass eine Fake-Leiche war, weil ich hab Snays Namen danach noch aufsitzen sehen, weil er daneben stand. Ah, das war Deathringer, okay. Ja gut, ist ja wie eine Fake-Leiche, ne? Oh, Reaper, hast du mir so ein Ding an den Hinterkopf geplatzt? Ich. Och, ich hab's auf Cyberbot gepflanzt. Wann? Als du vor mir weggelaufen bist. Ah, fuck, ich wollte gerade Navo noch erschienen. Alter, wenn ich das mach, das heißt, sieht genau die Person im Moment um. Aber wenn nicht. Stand da gerade noch. Wenn nicht Cyber aus dem Raum kam, wer kam denn dann aus dem Raum? Ich hab die von unten aktiviert. Also ganz ehrlich, wenn ich sowas machen würde, laufe ich bin 10 Stunden hinterher und er checkt nichts. Sobald ich die Bombe aus der in der Hand hab, dreht er sich um. Du hast mich sogar noch gesehen, als ich auf dich zugelaufen gekommen bin. Da hattest du nämlich das schon in der Hand. Das war das Ding, ich dachte, Alter, was hat der in der Hand? Und denk mir so, ich hätte das irgendwas sagen können. In dem Moment denkst du dann einfach, ist wohl normal, passt. Ja, kann man machen. Ist ja nichts Besonderes. Ich meine, das kommt ja alle Tage vor. Ich auch gerade fragen, wann war Zeit? Wer hat Zeit? Achso, 22 Minuten. Na, 22. Nee, Toppen ist Snay. Glaube ich mal, dass ich 8 Minuten noch hinbekomme. Löschen. Lass ich ja durch. Ich glaube, nein. Wann wollen Sie mit Fahrstuhl machen? Gerne. Machen wir eine Kürzungsfolge, ist doch egal. Ja, wie gesagt, ich habe gerade böse Kopfschmerzen, aber richtig. Ja, bis dein Kopf nicht packen, machen wir das. Wer schreibt es gerade beim Dashboard rein? Ja. Fein. Okay. Und würde ich sagen, wenn Reaper so Kopfschmerzen hat, machen wir letzte Runde. Sind alle einverstanden? Einmal kurz eine Runde. So. Machen wir jetzt die letzte Runde. Gut, wieso jetzt tut, die letzte Runde? Weil Reaper Kopfschmerzen hat. Tut mir leid, Leute, aber es ist gerade echt böse. Wenn einer Kopfschmerzen hat, dann ist es unnötig, wenn wir noch 8 Minuten haben, weil das geht extrem auf den Kopf. Ich kenne das. Ich laufe hier momentan sogar schon die ganze Zeit einfach nur Brain AFK-mäßig rum. Ist aber warte, das war ich noch durchgehen. Oh. Hi! Hey, Reaper, geh mal Fernsehen? Wenn du mir jetzt abknallst, ne? Nö! Mach ich nicht, einfach nur Fernsehen. Oh mein Gott. Kannst du haben? Schauen Sie sich an, wie diese Navurkaschen sich hier rumschleichen. Warum läuft der eigentlich hier rum? Das ist ein Scheißfernsehen. Ja, der Radio ist auch scheiße. Der Radio läuft weiter, was ist das denn für eine Taktmusik? Die läuft doch weiter, wenn du sie abknallst. Sie läuft immer noch. Wunderbar, schauen Sie sich an, wie sie durch hier läuft. Schauen Sie an, wie sie runterfällt. Hat man einen Schraub hier? Hat man einen Mutterdreher hier? Da brauchen wir doch. Mutterdreher? Ein Mutterdreher! Du fällst ja wieder runter. Ach was, Gravitation ist nicht ausgeschlossen. Ich hab gedacht, die würde oben drauf landen. Ja. Weißt du, was geil ist, wie wir mal Lunar Base gespielt haben? Das war witzig, du springst so weit. Wir haben alles mit gleichzeitig mit der Rakete hochgeflogen als Tees. Also wieso habe ich momentan so das dumpfe Gefühl, dass du mich gleich abknallst, weil du Traitor bist? Eigentlich habe ich nicht vor, dich abzuknallen. Oh yeah! Ich hab echt nicht vor, dich abzuknallen. Das scheiß Ding hier öffnet sich nicht. Kann ich möchte sogar auf der Map Propan spielen. Ey, wie ist der Major gestorben? Ja, können wir demnächst mal machen. Major Smith? Das ist wieder. Explodiert. Es war wie ein Rocket Launcher. Exe! What? Wir sind zwei Leute hinter dir, Exe. Das ist so ein Scheißplan. Ja! Lieber, hast du versehentlich nah überlaufen gefallen? Nein, ich hab Exe abgehört. Okay, hast du Bloody Knife? Ja. Bei mir ein Error.
Und ich glaube, dass du der Letzte bist. Es sei denn, Wanwa lebt. Nein, Wanwa lebt noch, Wanwa lebt noch, Wanwa lebt noch. Wanwa? Das ist eine Lüge. Du lebst okay, doch, Wanwa! Da ist er. Alte Taube. Au! Du hast dich überlebt? Ja, diese Türrahmen. Das liegt da dran, weil das eine Taube von der Wunde. Wieso konfirmst du dich auch als Straighter, Wanwa? Hab ich? Ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal und tschüss. Bye bye, tschüss.